Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar wurde ich öfters gefragt, wo ich hier diesen geilen Totenkopf her habe. Der bewegt sich auch dahin, wo die Maus hingeht. Das ist ein Programm, das ist hier unten, Viper Engine. Und Engine, das ist hier dieses Programm. Den Namen packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung. Ich versuche, einen Steam-Link drin zu machen. Ich habe es nur bei Steam gefunden. Das heißt, es muss laufen. Steam muss laufen, damit es auch funktioniert. Ich glaube, ich habe 3,99 bezahlt oder so. Kann man da ist es. Ja, hier, 3,99 habe ich bezahlt. Ja, aber das läuft halt dann nur, wenn Steam halt auch läuft. Aber dafür könnt ihr viele Sachen machen. Ich fange mal an, wir gehen mal so die einzelnen, so 1, 2, 3, 4 Vipers durch, dass ich euch da mal was zeigen kann. Und dann erkläre ich euch, wie ihr die bekommt. Und ja, ihr könnt auch selber welche machen. So, ich zeige euch also erstmal den Totenkopf, den habt ihr ja schon gesehen. Wir haben dann auch noch hier... Hier dreht sich das nur ein bisschen, seht ihr das? Ganz langsam, minimal. Ihr könnt das auch alles einstellen. Könnt hier auch die Geschwindigkeit, könnt ihr hier auf Doppelte machen. Dann geht es schneller. Ihr könnt die natürlich aber auch komplett runterdrehen. Ja. Ja, das ist meine Lieblingsszene von American Gods. Da habe ich die Lautstärke runtergemacht. Hier ist Lautstärke eigentlich. You have faith. Ihr könnt auch die Geschwindigkeit höher machen. Aber ich finde halt, wenn man Videos bearbeitet oder selber Videos gucken will bei YouTube nebenbei, dann ist es halt sehr kontraproduktiv, wenn der Hintergrund, nicht dass er animiert ist, aber dass da dann irgendwie die ganze Zeit irgendein Ton kommt. Ja, da haben wir den auch hier mit Bild und Ton. Hier haben wir dann nur ganz leicht animiert. Hier nur die Zeichen, die Vögel. Also es gibt wirklich coole, die mega animiert sind. Hier, das ist zum Beispiel wie mein Desktop, wie mein Hintergrund auf der PS4. Ja, da habe ich das gleiche, das habe ich mir gekauft für... Ich glaube 1,99. Also es gibt welche, die wirklich wenig animiert sind, wie hier jetzt mit dem Blitzen nur so ein bisschen mal durchfliegend. Und dann gibt es halt welche, die sind mega animiert. Das funktioniert hier zum Beispiel, hier habe ich das Rainbow gemacht, das funktioniert, wenn man was hört. So, da. Ja, mein Intro werde ich ja laufen lassen dürfen. Ich werde mich ja nicht selber ankacken. Hier, Corsair haben wir hier noch. Das war, glaube ich, vorinstalliert. Das war schon vorher drauf. Und dann halt hier, wo ich die Maus hingehe, da haben wir das Ding dann. Also einige haben sich hier so mega Mühe gegeben. Hier, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus mit der DNA. Die könnt ihr auch noch anpassen. Ich mache das mal hier so ein bisschen rüber, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Wir können den DNA-Strang hier zum Beispiel hier so bläulich. Zack. Und den Hintergrund. Den Hintergrund machen wir mal Aqua. So. Und das machen wir gelb. Ja, ihr könnt dann halt hier von schwarz... Weil wenn er komplett die Farbe nimmt, dann ist es ein bisschen hell. Müsste mittig irgendwie was nehmen. So. Da können wir jetzt hier zum Beispiel auch blau nehmen. Kann man halt hier oben in die Ecke gehen. Und da kann man halt sich so ein bisschen austoben. Ja, der sieht jetzt auch nicht so. Da ist halt auch sehr verpixelt.
Ich habe mir PlayStation-Sachen runterladen und Wiking-Sachen. Der ist schön. Den finde ich toll. Der ist hier so nur so ein bisschen leicht animiert. Ja? Den finde ich toll. Oder hier John Wick. Oder hier mit Regen. Oder PlayStation. Hab da so den Hintergrund von dem Startbildschirm von der PlayStation 1. Oder hier mit Wellen. Hier finde ich jetzt nicht so toll. Das müsste ich mal demnächst löschen. Das können wir auch gleich entfernen, weil das ist hier total verpixelt. Hier seht ihr ja, das ist nicht schön. Entfernen. Ja. So, das ist aber wiederum mega geil. Also das finde ich richtig heftig. Ihr seht da dann hier auch so ein bisschen leuchten. Muss da mal hier genau hingucken, hier unten. Da blinken ab und zu ein paar LEDs auf. Hier unten so ein bisschen Blitz an den Platinen. Hier oben auch. Also wirklich dezent. Und das ist halt jetzt hier. Eigentlich hier geht das auch noch ein bisschen mehr, weil es geht so ein bisschen auseinander hier. Normalerweise. Verstehe ich nicht. Normalerweise geht das hier ein bisschen aus. Achso, ich habe zwei davon. Achso, deswegen. Gut. Ich habe einmal das Dezente. Das ist halt nur kaputt und hier irgendwo blitzt es halt. Und dann habe ich halt. Also drei habe ich sogar. So, dann haben wir das hier oben. Hier ist dann halt so mit so Wabern, dass er so ein bisschen auseinander geht. Und dann hier unten haben wir noch einen. Hier ist halt dann wirklich nur mit der Maus, seht ihr das? Also ein paar Schlieren-Effekte und halt, wenn ich mit der Maus mache. Dann haben wir auch die Wave hier, die PlayStation Wave haben wir auch in verschiedenen Farben. Ich finde die halt tatsächlich in Schwarz, finde ich die sehr geil. Ich hatte so auch in Schwarz auf der PS3. Oder hier für Trophy Hunter. Was ist das? Ist das mein eigenes? Keine Ahnung, ich kann es auch nicht löschen. Nee, ich habe hier kein Löschen dran, komischerweise. Na egal. Hier haben wir dann noch den Viking Kompass und hier haben wir noch anders. Das war auch von vornherein drin, das habe ich nicht installiert. Der ist auch nicht schlecht, aber ich habe hier noch richtig. Der war auch cool. Ja, da hat man ohne so ein paar Effekte. Den Techno-Viking habe ich logischerweise hoch. Und dann muss ich mal hier runterschrauben. Geschwindigkeit machen wir mal hoch. Das ist praktisch ein Video hier drin. Das ist, Aspachu, Alter, das ist aus den 90er, ist das da. Ich glaube, es war irgendwo in Berlin. Und ich, gleich kommt er von hier, glaube ich, war es, wo er kommt. Ich habe es ja auch da, der hat sie angerempelt. Ist ja gut, Mäuse. Und der sagt, zack, weg, weg. Jetzt kriege ich da gleich Wasser und dann tanzen sie hier. Das ist Techno-Viking. Kennt mittlerweile eigentlich jeder. So, hier sind unten animiert. Hier sind dann halt nur die Fahnen, die Fackeln animiert. Und hier halt Ragnars Auge. Oder hier. Also ist wirklich für jeden was mit bei. Aber ich finde wirklich, weniger ist teilweise mehr. Ja. Ja, auch Fortnite ist mit bei. Ihr könnt dann entdecken, also erstmal könnt ihr hier oben einstellen, welchen Bildschirm ihr wollt. Ihr könnt auf jeden, wenn ihr mehrere Bildschirme angeschlossen habt, auf jeden Bildschirm was anderes machen. Wir machen natürlich jetzt mit dem unteren. Ihr könnt auch klonen sagen, dann klont der praktisch auf alle Bilder das gleiche. Oder pro Bildschirm streckend.
So, dann ist das jetzt hier, mal umgucken. Ja, jetzt ist das hier gestreckt halt über zwei Bildschirme. Also wenn man die halt mehrere Bildschirme nebeneinander hat, dann wird es halt groß gestreckt. Ja, dann hat man alles überall. Aber wollen wir nicht, wir wollen klonen. So, Hintergrund ändern. Und dann machen wir erstmal wieder unseren Totenkopf rein. In der Zeit, wo wir uns was suchen. Also, da haben wir halt, wie gesagt, entdecken. Da kann man hier so durchgucken. Da sind dann verschiedene Kategorien und da kann man nach dem neuesten gucken und was weiß ich alles. Also, es ist auch ganz schnell installiert. Einfach mal rangeklickt. Doppelklick. Mal kurz warten und da ist es schon. Auch nicht schlecht, aber brauchen wir jetzt nicht. Ich will mir hier nicht alles vollmüllen. So. Hier sind die Favoriten. Hier können wir Favoriten erstellen. Zurück. Hier können wir halt den Bildschirm festlegen. Hier haben wir noch Einstellungen. Weiter ausführen und ja, pro Monitorpause pausieren. Hier kann man dann halt mit Windows starten aktivieren. So. So, hier haben wir noch Datei öffnen. Dann können wir auch eine Datei öffnen. Wir haben auch URL öffnen. Hintergrundeditor haben wir hier unten. Da kommen wir aber auch abbrechen. Kommen wir aber auch hier oben rüber rein. Und dann können wir unseren eigenen Hintergrund erstellen. Ich mache das mal kurz. Bilder, Bilder. Dann nehmen wir mein Logo. 800, so. Jetzt können wir das hier mit Maustaste auch noch klein und groß machen. Wir machen es einfach mal so. Und dann können wir eine Animation hier hinzufügen. Weichzeichen. So, zack. Oder, das gefällt mir nicht, aber zack weg. Wir können dann halt was Neues einfügen. Glanz. Zack. Und dann kann man hier. Das Rauschen. Das ist halt ganz schnell. Wir wollen es aber nicht so schnell. Wir wollen es wirklich nur minimal. Noch ein bisschen schneller. Ja, noch ein bisschen weniger. So. So finde ich das ganz gut. So. Und jetzt haben wir halt hier, wie ihr seht, nur außen. Seht ihr, wird immer mehr. Und jetzt ist es halt auch innen drin. Seht ihr, das ist jetzt halt das Bild. Geht jetzt immer mehr nach außen. So, wir machen aber jetzt einfach mal nur so. Ja, dann ist innen drin. Außen. So, wir können das jetzt hier auch reduzieren. Aber wir können dann auch zusätzlich, wenn wir jetzt sagen wollen, hey, ich würde das gerne noch drehend haben, Drehung, zack, kriegen wir hier noch eine Drehung hin. Aber hier irgendwie wird es hier verdoppelt am Rand, das kann man auch irgendwie ausschalten. So, und dann wollen wir, weil uns das noch nicht reicht, wollen wir noch hinzufügen, Filmrauschen, zack. Dann sagen wir, oh, das ist doch ein bisschen viel. Die Drehung nehmen wir mal raus. So, wir lassen nur das hinten und dann so ein Filmrauschen. So, können wir das erstmal wegmachen. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Und hier oben bei eigenen könnt ihr dann halt natürlich auch suchen. Das und das. Ach so, hat er schon drin. Seht ihr das?
Und hier ist das halt mit drehend. Können wir hier alles löschen. Da können wir jetzt im Editor öffnen. Und da müssten wir das dann halt löschen. Aber egal, das lassen wir jetzt einfach mal drin. So, hier haben wir auch noch ein schönes Tier, wo halt das auch schön gemacht wurde. Entdecken. Wir können aber auch suchen. Und gerade mal nur noch gucken. Hier, bei Workshop war es, genau, bei Workshop. Also da habt ihr jetzt alles drin, was, also das, ja, über 1000 Seiten sind. Und wir suchen jetzt hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt Assassin's Creed gefunden. Machen wir einfach Doppelklick drauf. Dann wird das runtergeladen und auch gleich aktiviert. So, da haben wir drüber Ton. Mit so Dampfgeräuschen finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir können aber auch, wenn wir sagen, wir wollen jetzt einfach suchen, was wollen wir suchen? Scheiße. Walking Dead. So, da haben wir jetzt hier verschiedene Sachen zu Walking Dead. Oh, hier. Hier ist jetzt halt nur mit dem Lichteffekt so ein bisschen macht und hinten seht ihr das hier so ein bisschen bei den Fenstern. Also wir haben aber auch, haben wir nicht noch was Schönes? Irgendwie was mit Daryl am besten. Daryl ist cool. Hier ist Daryl. Daryl ist toll. Wir haben jetzt hier auch 61 Seiten alleine Walking Dead, wa? So, was haben wir denn hier? Hier ist halt nur das Licht so ein bisschen animiert. Seht ihr das? Und weniger ist manchmal echt mehr. Wir haben auch Negan, haben wir hier auch. Gucken wir mal, was Negan macht. Dann machen wir mal Ton aus, nicht dass es Content-ID gibt. Ein paar Szenen. Hier haben sie garantiert die Lichteffekte genommen. Nee, nur so ein bisschen Schleier, nebelig außen, wie hier oben auch. Aber ganz minimal. Nehmen wir mal Seite 5. Hier, Daryl. Daryl Dixon. Ach, ich habe jetzt so ja Archivements gekriegt, dafür, dass ich das Programm benutze. Oh, nicht schlecht. You're doing this for you. I don't give a shit. Daryl? We need to get back there and figure this out from our home. Ah. Glenn. Der ist ja nicht mehr. Oh ja, hier, wir haben auch von das Spiel. Ne, von das Spiel. Oh. Von The Walking Dead, das Spiel, haben wir natürlich auch was drin. Oh, das ist was Größeres. Oh, 200 noch was MB. Das ist heftig. Wird, denke ich, mal ein Video sein. Sonst wäre das nicht so groß. Ihr könnt auch mehrere runterladen. Ihr könnt jetzt hier auch hier da. Dann werden halt auch mehrere hintereinander runterladen. Wenn ihr gerade auch das, könnt ihr auch mehrere anklicken. Das ist kein Problem. Wird natürlich dann erst runterladen, wenn das fertig ist. Bei den kleineren hatte ich es auch schon, dass er zwei gleichzeitig geladen hat. Müssen wir kurz warten.
Also ihr könnt euch hier komplett austoben, eigene machen, irgendwelche suchen und ich sage euch, da sind Leute mit bei, die haben affengeile Sachen gemacht. Wirklich richtig Hammerteile, wo ich sage, wie jetzt mit meinem Totenkopf oder so. Es gibt halt mehrere, wo denn, wenn die Maus sich bewegt oder ihr die Maus bewegt, dass da irgendwas passiert. Ich mach mal wieder meinen Totenkopf rein. So. Zack, schon ist er da für alle. Ihr könnt hier das auch die Transparenz einstellen. Seht ihr das? So. Und schon habe ich meinen Totenkopf wieder. Ich finde den richtig geil. So, dann sollte es jetzt soweit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, 3,99 gibt es nur im Steam. Ich habe es nirgendwo anders gefunden. Also es wird auch nur ausgeführt, wenn Steam an ist. Und ich habe das Problem, wenn ich das Programm einzeln anmache, dann sagt er mir immer, dass es nicht geht, weil Steam nicht als Admin ausgeführt wurde. Ich finde es geil. Also da haben sie ein richtig schönes Programm gemacht. Also da könnt ihr euch auch, wie gesagt, auch ausprobieren. Ihr könnt auch selber was kreieren. Animationseffekte sind hier noch da. Wie das Programm heißt, seht ihr ja in der Videobeschreibung. Ich werde versuchen, einen Steam-Link von der Webseite zum Programm dazu zu packen. Ist dann in der Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt mal weg. Oh, scheiße. Ich habe vorhin schon ein Video gemacht, das wollte ich auch nur kurz machen. 26 Minuten war ich. Jetzt bin ich schon wieder bei 21. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es ein bisschen lang ist und ich wollte eigentlich gar nicht so lang und ich habe auch noch nicht alle da getestet in dem Programm, aber viele haben halt gefragt, ob ich das mal zeigen kann, womit ich das mache. Wie gesagt, ich habe mich auch noch nicht daran gesetzt, selber was zu machen, nur so mal ein bisschen was, aber man kann viel machen. Aber ich finde das mit dem Totenkopf so geil und da sind hier noch geile bei, da brauche ich mich jetzt nicht hinsetzen und stundenlang da irgendwas eignet und werfen. Da finde ich das so schon ganz cool. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.